Ja, liebe Kolleginnen, Kollegen, Genossen, Genossen, zunächst mal Glückwunsch an Martin, der hat meinen Namen nämlich richtig ausgesprochen. Mein Nachnamen, weil ich bin geborener Engländer und manche haben mit dem Nachnamen ein paar Schwierigkeiten. Ich bin 55 Jahre alt, verwitwet, alleinerziehender Vater dreier Töchter und geborener Engländer, habe ich eben gesagt, aufgewachsen in Berlin, wie man vielleicht auch hört, und seit 1984 aber in Hamburg. Bin früh politisiert worden. Unter anderem damals, vielleicht erkennt das noch einer, die Auseinandersetzung um ein Jugendzentrum war es bei mir, mit Ausbildungsbeginn 1974 in die Gewerkschaft eingetreten und gleichzeitig in die SPD damals eingetreten. Übrigens, der Spruch, der gestern öfter mal zitiert war, in Berlin, geh doch rüber, den habe ich da fast jede Woche gehört als Linker in der SPD in Berlin. In der Jugendverbandsarbeit, ich habe in der Gewerkschaft Jugendarbeit gemacht, Jugendverbandsarbeit, aber auch in den Verhandlungen um die Hausbesetzerszene und in einem Einsatz für die Gewerkschaft nach der Grenzöffnung 89-90 in der DDR, habe ich es gelernt, wie wichtig es ist, große Bündnisse zusammenzukriegen und nicht immer nur sozusagen Partikularinteressen zu vertreten. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, Genossen, Genossen, bin ich auch ganz lange in der SPD geblieben, weil ich dies als die einzige Partei damals gesehen habe, mit der es gelingen konnte, Arbeitnehmerinteressen zu vertreten, trotz der gestern schon zitierten Schmidtschen Visionsgeschichten. Nach der Gründung der WASG und vor allen Dingen mit der Agenda 2010 bin ich dann aber aus der SPD ausgetreten, weil es endlich eine echte Alternative dazu gab. Ich habe von Anfang an die Fusion mit der PDS unterstützt, weil ich die Bündelung aller linken Kräfte in der Linkspartei für ausgesprochen wichtig und entscheidend halte. Und es mag ja anstrengend sein, wenn man so ein Programm wie gestern bis 23 Uhr diskutieren muss. Aber ich, liebe Kolleginnen, Kollegen, Genossen, Genossen, glaube, solche Diskussionen machen uns einfach auch stärker. Seit 1992 arbeite ich in der Tarif- und Betriebsarbeit im Bankenbereich. Und nun könnt ihr euch vorstellen, die Bankerversicherer sind eine ganz eigene Klientel. Und ich habe es immer wieder geschafft und daran mitgewirkt, auch diese schwierige Klientel sowohl für eine Gewerkschaftspolitik als auch für eine linke Politik erreichbar zu machen. Ich habe in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe von Kämpfen organisiert. Der ein oder andere selbst hier im Saal erinnert sich daran, dass wir 2001 und 1999 hier mit über 3000 Bankern gestreikt haben in Hamburg. Was ihr vielleicht aber nicht wisst, ich habe vor 3 Jahren einen etwa 9-wöchigen Erzwingungsstreik in einer kleinen Volks- und Raiffeisenbank im Münsterland, sehr schwarzes Gebiet, mitgemacht. So, das andere kann ich jetzt alles nicht sagen. Wichtig ist mir, dass ich eins aber auf jeden Fall noch sage. Ich weiß, dass einige von euch Probleme haben mit meiner Aufgabe, die ich beim Bundesvorstand Verdi habe in Berlin. Und ich sage euch, ich werde da reduzieren müssen. Ich werde dort auf Teilzeit gehen, um die Arbeit in der Bürgerschaft, wenn ihr mich dann wählt und wenn ich dann gewählt werde, dann auch tatsächlich bewerkstelligen zu können. Insofern bitte ich um euer Vertrauen. Schönen Dank.